Noch länger hat es sich der ÖVP-Obmann offenbar nicht gefallen lassen können, dass es mittlerweile fast täglich von Länder- oder Bündechefs, also von wichtigen Funktionären in der Volkspartei, Zurufe gibt, die diametral dem entgegenstehen, was Spindelegge in der Regierung umsetzen will. Für heute Abend ist daher kurzfristig und überraschend eine Krisensitzung einberufen worden, bei der die Konflikte geklärt werden sollen. Meinungsvielfalt ist ja eigentlich etwas Gutes, nur eben nicht für ÖVP-Obmann Michael Spindelegger, denn seine Landeshauptleute aus dem Westen warten jede Woche mit neuen Reformvorschlägen. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer kann sich Vermögenssteuern vorstellen und fordert eine Gesamtschule, so auch der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner und der Tiroler Landeshauptmann Platter. In Tirol ist man ohnehin verärgert, weil Wissenschaftsminister Töchterle gehen musste. Der Steirer Hermann Schützenhöfer kritisiert den Koalitionspakt. Und das war ÖVP-Chef Spindelegger dann doch zu viel.